Wenn er früher dran vorbei gewesen wäre. Ja, die Zeiten, also der Ike Mann war 0,6 Sekunden schneller in der letzten Runde als der Dominik Montala. Übrigens im Acura fährt, nicht im R2er Evo. Ja, Mortensen direkt mal Vorsprung, der ist klar schneller, da muss der dran vorbei. Das hält dich natürlich auch der Mann vor dir auf, du willst ja freie Fahrt haben, du willst ja die Zeiten jagen hier. Ja, und mittlerweile haben wir ein paar Referenzzeiten zwischen Mark Danisch und Danny Schubert. Letzte Runde ein 55,9. Ja, jetzt kommt der 55,984. Schauen wir mal, Danny Schubert, der kommt gleich erst auf Start und Ziel. Ja, etwa 12 oder 13 Sekunden ist er, glaube ich, dahinter. Ja. Haben wir gerade noch mal in der Übersicht gesehen. Ja, der Eike kann ich jetzt absetzen. Aus 9 Zehntel wird da mal schnell über, weit über eine Sekunde. Oha, also man sieht ja denn nicht. Und stimmt, der verliert das Heck! Und der fährt da vorne auch den, da vorne ist noch jemand abgeflogen. Eieiei, wir gehen mal in Replay. War das der Eike? Oder war das eine Überrundung? Nee, das war der Alexander Wittmann. Schauen wir mal, was ist da passiert. So. Und ja, der verliert das Heck und da ist die Front weg. Hier sehen wir. Montana in der Pit. Da fragt jemand nach einer Reparatur. Ja, wir sehen hier auch die Flaps. Ja, ist noch ein Bug, aber wo? Oh, hui! Ja. Halten wir mal da eben, Tim. Richtig, ich habe ja genau den hatte ich nämlich eben gesehen. Guck mal hier ein bisschen schneller, durch, was da passiert ist. Den da mal on board, das ist. Da kommt auch das Heck. Und schlägt er da ein? Nein, der hält das Auto. Da hinten, der Montana schlägt dann ein. Ja, muss ja aber auch. Der aufpassen. Sieht praktisch, was der andere da macht mit Einschlag. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, Sie kriegen heute Bilder geliefert. Wir haben Leute in der Mauer, wir haben Dreher und wir haben auch Personen auf dem Randstein. Hier kriegen wir heute alles gewohnt. Wir hatten ja vor dem Rennen schon ein witziges Rennen zu tun, kriegen wir spannende Duelle, kriegen wir Action, die sind weit auseinander, aber ja, definitiv, wir haben Action, wir können uns nicht beklagen. Montana jetzt in der Pit, da sehen wir auch die Zeit schon über 55 Sekunden, da verlierst du natürlich richtig Zeit, das kostet richtig. Ja, auch das Auto, das ist ein Testcar, da noch keine Lackierung. Hauptsache, die kriegen's wieder fertig. So, bei einer Minute 10 knapp bleibt die Uhr stehen. Da hat er wieder richtig verloren. Das tut natürlich weh, wenn du da vorne um die Position kämpfst. Ja, ansonsten ist das Feld eigentlich auseinander. Der stand halt immer noch Mark Danisch gegen Danny Schubert. Die Zeiten, jetzt war der Danny Schubert. Ja, der Schubert hat ein bisschen verloren. Insgesamt, der eben war er noch 12,5 weg, jetzt ist er 13,4. Es hält sich so ein bisschen die Waage. Letzte Runde war er wieder ein bisschen schneller, davor hat der Danisch wieder ein bisschen gewonnen. Sieht so aus, als wenn der Danisch das da vorne kontrollieren könnte. So, hier haben wir den führenden in der GTA, Andreas Schmich und ja. 8 Sekunden mittlerweile dem Vorsprung auf Dominik Hesse, der mittlerweile wieder auf 9 ist. Also Dominik Hesse war ja derjenige, der den Andrew geholfen hat. Der Andrew ja. Ist mittlerweile auf 6, aber zu Eichmann sind immer noch 50 Sekunden ungefähr, aber das sollte in den nächsten, ja, ich sag mal, 30 Minuten sollte er da spätestens vorbei sein. Ansonsten denke ich schon gegen Oliver Koker 7,5 Sekunden ungefähr. Da der Abstand. Jetzt kommen wir natürlich auch in den Bereich, wo der Reifen interessant wird. Wie sehr habe ich meinen Reifen schon überfahren? Habe ich da ein bisschen Reserve? Ja, wir haben jetzt 24 Minuten rum ungefähr, also. Mark Danisch, schnellste Runde. Du, der legt noch zu da vorne mit dem leeren Tank jetzt. Ja, ich denke mal, jetzt sind das die optimalsten Bedingungen, weil er wird jetzt leichter. Die Reifen nutzen zwar jetzt ab, aber dadurch, dass er weniger Gewicht hat, kann er natürlich schneller durch die Kurven fahren, kann besser rausbeschleunigen.
Ja, das summiert sich jetzt, aber jetzt ist eigentlich die Zeit vorbei, denn jetzt wird der Reifenverschleiß zu hoch, also die Reifen sind jetzt nicht mehr neu, die haben jetzt eigentlich ihren optimalsten Punkt erreicht. Ja, bestätigt und die schnellste Rennrunde von Marc Darnisch gerade. Was geht da jetzt in dem Schubert vor? Würdest du den Stopp vorziehen? Würdest du versuchen, mit der Strategie ein bisschen zu spielen? Nee. Also ich denke mal, der Plan, den Marc Darnisch hat, ist Volltanken, Leerfahren, Box. Volltanken, eventuell neue Reifen, wenn es sich rentiert. Losfahren und wieder alles leerfahren. Aber man muss halt so sehen, eine Strategie macht nur Sinn, wenn man keinen Einschlag hat und das Auto von Marc Darnisch ist ja noch ja, wie neu, frisch aus dem Werk aus Ingolstadt, aber zum Beispiel er den Andrew, aber da was reparieren lässt, das ist fraglich. Auf jeden Fall hat er auch schon die rechte Achse was bekommen, abbekommen, hier auch noch kurz die Lichthupe. Dass da ein ja, GT der Saunas ist jetzt an der Überrundung hier dran. Der hat ihn gesehen. So ja, hast du das mal, natürlich eher, ne? Sag mal so, das Feld ist hier relativ klein. Aber wenn du wirklich im R-Factor 1 gehen ja nur maximal 40 Fahrzeuge, wenn du da wirklich 40 Fahrzeuge hast und du hast so einen engen Kurs wie Sebring zum Beispiel, ja, was wir auch noch fahren werden, wo wir eine der 4 Stunden Läufe haben, das zweite ist Le Mans, da wird schon ein bisschen schwieriger, da die Kurven auch hier enger sind und bin echt mal gespannt, also ich sag mal, also heute vielleicht nicht, aber in einem der nächsten Rennen definitiv beim Überrunden krachen. Ja, weil also irgendein Missverständnis ist. An alle Zuschauer, die noch Interesse haben, pro-racer.de, melden Sie sich an, wenn Sie Lust haben mitzufahren. In Sepang, Malaysia, wo im Moment die Formel 1 gastiert, ist am 14.04. das nächste Event, ebenfalls 2 Stunden. Also wenn Sie Lust haben, noch dabei zu sein, der 14.04. ist Ihr Termin. So, jetzt gucken wir auf die nächste Zwischenzeit. Oh, Eichmann. Kommt der Montana dann mal ran? Eichmann ist an der Box, der ist aus. Nee, was hat der denn gemacht? Haben wir da ein Replay? Ich versuch grad. Versuch's. Ja, aber. Ja, wir sind im Replay. Ich bin mal echt gespannt. Das Auto sieht neu aus. Und mal, am besten jetzt. Ach, jetzt hab's ich selber vergeigt. Acht. Was ist denn da passiert? Verdammt nochmal. Also ich bin hier am Zurückspulen. Ey, da kriegen wir... Ja. Er war schon runter vom Server. Schade, damit haben wir ein LMP2 schon verloren. Ja, schade auch für ihn wirklich. Der war ja auch vorne mit dabei. Ja. Das hätten dicke Punkte werden können. Auf jeden Fall und vor allem bei diesem doch recht kleinen Fahrerfeld noch, da kann man mal schnell auf dem Podium fahren. Wir wissen ja zum Beispiel, wir haben nur 3 LMP1 und 3 Leute passen auf dem Podium drauf. Ja, also ich würde mich wohl noch dazustellen, wenn wir keine 3 Leute aufs Podium bekommen. Also wir haben 4 LMP1, aber der Jörn Matthias, der ist ja leider auf der 11. Der hat auch noch eine Runde ungefähr, bis er den Eichmann zurückgerundet hat und auch überholt hat. Magdalisch lässt vorne weiterfliegen. Inzwischen bei ordentlichem Vorsprung. 15,1 müssten das sehen, so wie ich das hier bei mir in der Übersicht gerade habe. Ist bei uns in der Kommentatorenkabine nicht immer ganz zu erkennen. Da haben Sie zu Hause natürlich ein viel besseres Bild als wir. Vielleicht kriegen wir ein offizielles Statement mal von Eichmann, was da genau passiert ist, ob eventuell der Motor hochgegangen ist. Denn wir haben es gesehen am Auto, das sah eigentlich wie neu aus.
Oder ob er sich gedacht hat, nee, der Schal von vorhin, der war doch etwas größer, das ist nicht mehr fahrbar, beziehungsweise eine Gefahr fürs Fahrerfeld. Weil er war ja an Dominik vorbei. Ja? Ja, sah gar nicht schlecht aus für ihn. Schade, dass er nicht mehr dabei ist für hier im Rennen. Halbe Stunde haben wir jetzt rum. Ja, das Fahrerfeld hat nicht so weit auseinandergezogen. Der Gerichtsabstand ist 9 Sekunden, Danny Schubert und Oliver Koker, aber da sind wir auch mal gespannt. Der Oliver Koker ist nichts gegen ihn, aber er ist zu langsam. Einfach für Danny Schubert. Okay, ich höre gerade von Ike, er hat sein Mikro deaktiviert, ist also im Moment nicht für ein Interview bereit. Vielleicht kriegen wir ihn später nochmal rein, wir haben ja noch Zeit. Genau. Eine halbe Stunde haben wir jetzt gefahren, anderthalb Stunden sind es noch, ein Viertel. Marc Danisch führt mit 19 Sekunden Vorsprung. Oliver Koker ist auch ganz gut unterwegs auf der 3. Stefan Travaglio, heimlich still und leise auf die 4. Da haben sich ja voll ein paar Leute weggedreht und ja. Der fährt hier konstante Runden, der überzeugt mich. Auf jeden Fall, ich habe ja, beziehungsweise ich hatte ja schon mal die Ehre mit den Stefan gegeneinander zu fahren, in halt dieser Formel 1 Liga mal als Gaststart. Ich sag jetzt, verzeiht es bitte nicht den Namen dieser Liga, aufgrund von Schleichwerbung. Und ja. Ansonsten, er ist schnell. Stefan Travaglio ist einfach schnell. Das sieht man hier auch. Der Andrew hat immer noch zu knabbern. 65 Sekunden ist er schon, aber er kommt so langsam ran. Langsam. Da haben wir ja sogar 5 LMP1. Der Andrew ist ja auch noch ein LMP1. Hier vorne wird der Abstand jetzt ein bisschen geringer. Der Koker holt auf den Schubert auf. Zwar nur 2 Zehntel, aber immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, und jetzt ist es gerade größer. Jetzt von 8,9 auf 10. Ha? Hat er da einen Fehler gemacht? Ja, war ich auch gerade am Überlegen. Von daher gehen wir einmal hin. Achso. Ja, 10 Sekunden stehen da. Ach, wir sind bei Oliver Koker. Ja, wir sind ja natürlich. Ich kann aber auch keinen Fehler bei ihm sehen, irgendwie in der Fahrlinie. Ja, hat der Schubert da vielleicht einfach noch mal das Pin gegeben. Ja, aber 2 Sekunden ist eine Menge. Ja, aber wir sehen auch hier eine Grundlinie. Die rechte Seite ist nicht mehr original, wie es mal war. Keine Originalteile, das gibt Ärger mit dem TÜV. TÜV bekommen die Fahrzeuge eh nicht, wo er Ärger mit Dr. Wolfgang Ulrich. Grüß auch dahin. Ja, der Abstand wird wieder größer, 10,4. Das ist auf Position 5 der Saunders. Vielleicht kann der ja noch vorne mit ranfahren. Er nimmt auch aggressiv die Randsteine mit. Das sehe ich bei allen Fahrern hier. Wir haben jetzt schon so viel Dreher, Rutscher und auch einen Hängenbleiber gesehen auf dem Randstein. Mich wundert, dass sie immer noch so aggressiv den Randstein mitnehmen. Die gehen ja wirklich immer noch volles Risiko hier. Nette Frage, die ich übrigens gerade von einem Zuschauer bekommen habe. Kann man bei der Pro Race dann noch was anderes fahren, außer in Anführungsstrichen Langstreckenrennen, in Klammern Sprintrennen? Ja, und zwar gibt es bei der Pro Race dann natürlich auch noch die World Touring Car Championship, kurz die WTCC, bekannt. Ja, oh! Und der nächste Fehler! Die gleiche Stelle, gleiche Mist schon wieder, ja. Aufgestiegen, leicht der Andrew, da gehen wir natürlich mal ins Replay. Ja, schauen wir uns mal an, was da der Auslöser war, ob er da wieder das Heck verloren hat und gegensteuern musste.
Ja, oh, er macht hier wohl zu früh die Lenkung auf. Ja, da ist er einfach zu schnell. Oh. Da hat er Glück, dass er sich nicht überschlägt. Wir sehen Siehst du, der ist mit zwei Reifen in der Luft. Uff. Wahnsinn, wie ein Skateboarder an der Wand entlang. Du, der fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Hoffentlich ist da alles heile geblieben. Ja, aber halt die Aufhängung, das ist halt das große Manko. Nächster Verbremser, vielleicht jetzt auch ein bisschen aus dem Rhythmus nach dem Fehler jetzt. Du bist ja irgendwann ja, in deinem Rhythmus drin. Wenn du auf einmal siehst, dass das Auto nur ein bisschen hochsteigt, aber ich weiß nicht, wer dieses Video kennt auf YouTube. Le Mans Series 2008, Stefan Ortelli im Orica LMP1, wie der da geflogen ist. Googelt einfach mal nach LMS Monster 2008 Crash und dann halt gibt's da ein Video mit einer Minute, schaut euch das mal an. Oh. Darum gibt's übrigens auch bei den LMPs jetzt auch diese Heckfinne. Damit dieses, ja, Unterluft bekommen und das Aufsteigen dadurch vermieden werden soll. Viele sagen, es sieht STH aus. Sagen, ja, bisschen mehr Werbefläche, aber es dient rein theoretisch zur Sicherheit. Zum Beispiel hier der Audi R10 hat diese Heckfinne. Damals ja. Gab es auch noch nicht. Das ist ja erst seit 2011 hinzugefügt worden, nachdem Peugeot beim Testen in Le Castellet einen heftigen Unfall hatte. Audi hatte mit ihrem Audi R18 E Quattro, also der Hybrid-Variante, im Sebring auch einen heftigen Unfall bei Tempo 200 in Sebring. Timo Bernhard Solz, also der Fahrer, der diesen Unfall hatte, bei 200 Stundenkilometer, den soll es nach Melden der Seite gt-1.de gehen. Von Audi gibt es da aktuell noch nichts Offizielles, aber das Testprogramm läuft weiter und dieses technische Problem, was da wohl am R18 von Timo Bernhard gewesen sein soll, soll bei den anderen nicht sein. Schon mal eine gute Nachricht. Ja. Wir sind jetzt vorne wieder beim führenden Marc Danisch, der nach wie vor völlig unbeeindruckt von dem, was hinter ihm da Aufsteigern, Absteigern und Wegsteigern abgeht. Seine Runden dreht hier, der hat eine Konstanz da drin. Das ist der Wahnsinn. Also der Marc Danisch, der fährt total souverän hier in Vettel-Manier von letzter Saison seine Runden. Wo wir gerade bei den Pro-Racern sind, die haben auch noch die WTCC im Angebot, also wer da die WTCC sich dafür interessiert, pro-racer.de ist da ihre Website, da ist nämlich diesen Mittwoch der Saisonstart, ne? Also auch da geht's jetzt los, Motorsport geht weiter, meine Damen und Herren, die neuen Saisons beginnen, wer sich dafür interessiert, pro-racer.de ist auch da ihr Anlaufpunkt. Muss ich korrigieren, das ist nicht der Saisonstart, das ist nämlich das Saisonfinale. Das ist das Saisonfinale, ja, genau. In Macau, ja. Richtig, in Brasilien. Drei Leute, ein Titel. Breuer, Wilke, Heinemann, richtig. Macau liegt in, oh Gott, wie heißt das Land? Ist auf jeden Fall in Asien, es ist nicht in Brasilien. Brasilien war der Saisonauftakt in Curitiba. Genau, Macau ist in China. Ja, irgendwo da. Auf jeden Fall 9 Runden werden gefahren, 28.3. Natürlich wird MW Sim Rating das auch kommentieren. Es sind noch Fahrzeuge frei. Ansonsten weiß ich nicht, ob es denn eine nächste Saison gibt, aber wenn es eine gibt, könnt ihr, liebe Zuschauer, wenn ihr Bock habt, und sagt, ja komm, WTCC gibt ja nicht so oft im Sim Racing. Ihr das so gesehen schon mal als Testlauf ansehen. Beachtet aber, ihr braucht GT Evolution. Ja, anderes Spiel. Muss ich überlegen. Wenn ihr Race 07, GT Evolution und dieses Race 2010 Package habt, dann habt ihr schon mal alles richtig. Du, der Hesse, Race. Do not finish. Oh. Also auf jeden Fall... Ja. Da mal ins Replay, wenn wir schon. Nee, aber er ist auch schon runter. Mann, was? Das Auto sieht aber auch nur. Auf jeden Fall braucht ihr nur Race 07 und Oh! Da gab's einen Einschlag, weil
guck mal, da fehlt der Heckflügel. Ja, der Spoiler fehlt. Oh, oh, das ist genau das gleiche, wie wir bei den realen 12. Teamring hatten, im Qualifying ebenfalls. Der kommt zu weit nach innen, der erwischt die Leitplanke da innen und dann trägt sie natürlich nach außen, das Auto wird instabil. Ja, und hier sehen wir, es sieht aus, als würde er es doch noch schaffen, aber... Er ist am Korrigieren, er muss gegenlenken, das Auto bricht hinten aus und... Ja, guck dir mal an, guck mal, da hinten sind die Zuschauer, die winken noch zum Abschied. Uff. Schade, das Rennen ist vorbei für den Hesse, unseren Anschieber. Eben hat er noch seinen Kollegen angeschoben und... Och nein, schade, da fließt sogar noch der Reifen weg, hast du das gesehen? Ja, und der Diffusor, das ist das Aus für Dominik Hesse. Das ist ein totaler Schaden. So, Mark Danisch mit der nächsten Überrundung. Ja, wieder mal der Alexander Wirth, ja, es ist GT1 halt, also... Wenn wir jetzt noch GT2 dabei hätten, wäre es noch ein bisschen krasser. Auf jeden Fall, ich habe eben nochmal nachgeforscht. Ihr braucht nur Race 07 und das WTCC 2010er Update. Das WTCC 2010er Update kostet aber laut Steam, da war, oh, guck mal, da war übrigens der Andrew eben. Also, der Mark hat jetzt den Andrew überrundet und der erste Fehler von Mark Danisch. Ja. Unser eben haben wir noch gelobt, von wegen zuverlässig konstant. Oh, Junge. Das ist das, was ich vor dem Rennen eben angesprochen habe. Da hatten wir auch in Qualifying und Warm-up, da standen die Autos quer, da mussten die vor, zurück. Also da ist nicht unbedingt viel mit kleinem Wendekreis. Da müssen die Jungs schon richtig am Lenkrad arbeiten. Das ist gefährlich. Ja, hier sehen wir über den Randstein trägt sie nach außen, verliert das Heck. Es lenkt da natürlich gegen, ihr merkt, das Heck wird leicht. Aber da, ja, guck dir das an, da ist kein Halt mehr, da lenkt er dagegen, aber wenn das Heck aber einmal da ist... Er kann froh sein, dass das Auto da gerade so steht. Ja, da hat er früh genug reagiert noch. Ja, jetzt da, das meine ich, da muss er dann wieder zurück und der Schubert kommt hier von hinten mit der schnellsten Rennrunde. Der hat Blut geleckt. Ja, und da, oh, Pater, Wittmann, wir gehen mal... Ja, der Wittmann, der wird sich auch gedacht haben. Meine Fresse. Ja, sehen wir. Ach, Jungs, was bietet ihr uns hier heute? Herrlich. Oh, der ist ja natürlich jetzt dran. Also, immer 20 Sekunden, jetzt sind es nur noch 9. Ja, der Schubert hat Blut geleckt. Der hat eben die schnellste Rennrunde gefahren. Hast du das gesehen? Ja, 1,55, 2, 6, 9. Jetzt sind wir mal gespannt. Gleich müsste die... Ey, gleich der geht kriegt das ja auch mit, der wittert dann natürlich seine Chance. Ja, und ich denke mal, gleich geht's auch mit dem Boxenstopp zu groß. Denn wir sind jetzt bei einer Stunde ganz ruhig bleiben. Bei Restzeit 1:10. Wir haben übrigens ein Facebook-Statement von Dominik Hesse, der war wohl mit seinem Auto nicht ganz zufrieden. Die Karre zickt rum, ist da der Wortlaut, und dann ist er in die Wand geknallt. Das haben wir noch gesehen. Schade drum, Dominik. Der Anschieber, der wird, glaube ich, in jedem Saisonrückblick seinen Platz haben. Also da wirklich Fairplay unter Fahrerkollegen. Schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ja, also, wenn wir eine Awardshow machen... Hast du das gesehen? Ja. Das gibt's gar nicht. Der... Zeigt der Nerven? Hat der da nicht Nerven? Da war der nächste Fehler. Das war jetzt aber der Danny Schubert schon. Oh, ja, stimmt, wir haben umgeschaltet, Entschuldigung. Das war Danny Schubert! Da gehen wir jetzt aber nochmal ja. Hoch. Ja. Kannst du mal in die Onboard gehen? Ja, das wird mich jetzt aber auch interessieren. Ich glaub... Denk mal einfach zu früh raus, beschleunigt. Warte mal, so, also den Randstein hat er doch, den berührt er leicht, aber ja. So, da wird's Heck jetzt leicht. Ja. Ja, und dann sind wir auch wieder bei 15 Sekunden, da tut der Schubert dem Danisch den Gefallen. Aber er kam schneller von der Stelle weg als Mark Danisch, der musste da ja noch wenden. Richtig. Der musste, meine Damen und Herren, wir fahren Rennen und wir müssen von der musste da mal wenden reden. Ist das herrlich. Wenden in 3 Zügen. Ja, wie bei der Fahrschule hier. Ja, Christoph, du hast es gerade angesprochen, die Boxenstops gehen gleich los. Ja. Bin also vor allem bei Danny Schubert
am Beifeln manchmal das wirklich hinhaut, dass da nach 45 Minuten, also ich weiß das aus den anderen Endurance-Events, die ich kommentiert, / gefahren bin, dass die LMP1 rein theoretisch immer so 45 Minuten, weil Danny Schubert ist nämlich immer das Mysterium, was ich erlebt habe, der kann komischerweise irgendwie immer länger fahren, ja, oder er fährt als allererstes rein, was eigentlich unnormal ist bei ihm. Bin mal gespannt, aber wir begrüßen jetzt erstmal den Dominik Hessebauer. Wunderschönen guten Abend, Dominik. Mahlzeit. Das hört sich aber nicht gut an. Was hast du denn da gemacht? Das hört sich total scheiße an. Ich hab keinen Bock mehr, gerade auf Deutsch gesagt. Erstens, es ist richtig, Deutsch gesagt, ansehnlich, dass hier nur 2 GTs da sind. Insgesamt 3. Warte mal. So, und zum anderen war ich angepisst von meiner Karre. Ey, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie ist über Nacht meine Karre richtig rutschig geworden. Gestern Abend noch schön, stabil, alles wunderbar, 1A, klasse. Und heute, ja, Arschkarte, Deutsch gesagt. Ja, wir haben da ein Facebook-Statement gesehen, da warst du wohl mit deinem Auto nicht ganz zufrieden. Was ist in der Situation passiert, wo du das Auto verloren hast? Wir haben gesehen, das Heck kam. Hast du vielleicht ein bisschen zu früh Gas gegeben oder war es der Randstein? Beim Anbremsen. Beim Anbremsen, ich hab in die Heck Kurve, ich hab in die Kurve reingebremst, so ist mir das Heck gekommen. Da hab ich gesagt, jetzt hab ich die Schnauze vor mir extra wieder aufs Gas draufgegangen. Hab extra Volldampf gegeben, damit Karajan an der Wand reinklatscht. Okay, das erklärt dann den heftigen Einschlag. Das war auf Deutsch gesagt, ehrlich gesagt, Frust. Weil ich keine Lust mehr hatte. Ja, schade, dass du nicht mehr dabei bist. Wir haben dir sehr gerne zugesehen. Du warst eigentlich, fand ich, ganz gut unterwegs. Aber auf eine Situation würde ich dich noch ganz gerne ansprechen. Wie kam es dazu, dass du zum Anschieber wurdest? Ich habe mir gedacht, 3 GTs insgesamt, ich bin Zweiter, den Wittmann, den Christa auf jeden Fall wieder. Ich meine jetzt nichts gegen ihn, aber ich wusste, dass er schneller war, als ich schneller war. Und er hat gesagt, oh, komm, Saunders steht da, das erste Lauf, gerade Helfer und Mann, haben mich einfach mal eben runtergeschoben. Aber ich glaube, das hätte bald wohl knallt da mit dem Wittmann und dem Saunders dahinter, weil ich mich zu früh angeschoben habe. Ja, aber jedenfalls. Wir haben es auch hier gelobt, als Fairplay unter Fahrerkollegen haben wir es bezeichnet. Ich glaube, das trifft so. Also, super Aktion. Du hast auf jeden Fall jetzt schon eine Nominierung wert in der Kategorie Bestes. Ja, wie wollen wir die Kategorie nennen, Manuel? Bestes Ereignis, ja? Oder so ähnlich im Rennen. Ja, keine Ahnung. Wenn wir eine Awardshow machen, ja, wenn du auf jeden Fall nominiert. Saisonrückblick bist du dabei, Dominik. Ja, auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, dich zum nächsten Rennen wieder begrüßen zu dürfen, Dominik. Schade, dass du ausgefallen bist. Herzlichen Dank fürs Interview. Ja, bitte, bitte. Ja, und Dominik hat ja eben bemängelt, es sind zu wenig GT1 und das könnt ihr, sie, ihr, du, ich zwar nicht, aber ihr ändern, und zwar www.pro-weißer.de. Ja. Die nächsten Überrundung jetzt hier vorne. Ja. Hier nochmal die Übersicht, der aktuelle Zwischenstand. Wir können auch mal ein bisschen nach hinten gucken. Hier im Bild ist jetzt der Wittmann, der hat da jemanden im Heck, das dürfte aber eine Überrundung sein. Christoph, wer ist das da vorne? Ah, das ist der Steph Travaglio. Ja, der schnappt sich jetzt den Wittmann bei der Überrundung, gut Platz gemacht, hat er sehr schön gesehen. Kowalke, die Kuh, was ist denn da passiert? Ja, das ist ja die Race Control. Das gibt's gar nicht. Was hat der denn gemacht, Christoph? Kriegen wir da eine Wiederholung ran? Kowalke fährt so gesehen gar nicht mit. So. Eigentlich. So, Quokka ist an der Box. Nee, also der Kowalke, das ist eigentlich nur Race Control, also nicht bedeutend für uns. So, der Quokka, da wollten wir ja hinschalten mal. Ja, und damit würde ich sagen, geht jetzt wirklich das Reihen der Boxenstops los bei den LMP1. Sprich, der Kowalke ist noch im Rennen? Ja, aber
er nimmt nicht am Rental, sagen wir es mal so. Eine Stunde 10 noch zu fahren, Boxenstops stehen an. Der Skin von Andrew sieht mir irgendwie von den Farben zumindest aus wie der Toyota LMP Hybrid. So ein bisschen, ja. Aber es ist ein Audi. So ein halbfertiger Audi. Die nächsten. Hier geht's jetzt um die Position. Der Saunlast ist hinterm Quokka. Das ist ein Kampf um Platz 4, meine Damen und Herren. Die Überrundung. Ja, kommen sie beide gleichzeitig vorbei. Da hat er gut mitgespielt. So, und ich habe eben das Einverständnis bekommen, dass wir... eigentlich hätten wir jetzt den Oliver Quokka aus dem Auto hinaus, aber ich denke mal, das lassen wir jetzt vorerst. Nee, das lassen wir jetzt gerade lieber, glaube ich. Der wird uns den Hals... Gut, den Hals wieder uns nicht umdrehen, aber der wird sich schön bei uns bedanken. Hallo Olli, wie sieht's aus? Bist du gerade... Ja, ich habe hier den Fahrer im Rücken. Ach, ist das herrlich. Ja. Jetzt kann er sich wieder ein bisschen absetzen. Übrigens, Marc Danisch hat eben zwischen 5 und 4 überrundet. Ach, da haben ihn ja sogar den Quokka. Quokka, Andrews hinter dir, bist du schneller als er, oder? Ja, ein bisschen. Ich bin ja gerade aus der Box gekommen. Ich habe ja jetzt noch ein volles Auto. Von daher bin ich ein bisschen schneller als er. Ich habe jetzt auch einen Überrundeten vor mir. Von daher wird kein Problem sein. Ja, ja. Und Danisch ist an der Box übrigens. Du, ganz kurz zur Szene. Du und Danny Schubert, hast du ihn vorbeigelassen oder war es irgendwie ein Fehler von dir? Nee, ja, ich habe gesehen, dass er schneller konnte. Einen Moment, ich muss mal kurz den Andrew hinter mir halten. Gehen wir mal dahin und schauen uns mal das Spektakel da an. Also auf jeden Fall, Danisch ist an der Box. Richtig, das haben wir gerade gesehen. Jetzt sind wir wieder auf dem Bild. Ja, aber ihr spart aber auch nicht an die Lichttupe. Meine Damen und Herren, Live-Kommentar von Oliver Quokka gerade aus dem Auto. Er ist live drauf, während er hier das Duell fährt gegen den Andrew, das ist einmalig, das gibt's nur bei uns. Ich hoffe, dass er mich jetzt freilässt, ja, super. Ja, das ist der Andrew zieht gleich mit, ja. Ja, ich habe noch ein bisschen kalte Reifen, von daher, vielleicht lasse ich den Andrew auch noch ziehen, weil er war noch nicht in der Box. Was hast du, ich weiß nicht, ob du das verraten willst, was hast du für eine Reifenmischung aktuell drauf? Ich habe momentan Soft, weil die ziemlich gut halten und auch von der Temperatur her sich gar nicht konstant verhalten. Die sind momentan so bei mir ja so zwischen 85 und 88 Grad. Und daher, was anderes wird für mich nicht in Frage kommen. Auch für Marc nicht. Ich kann sagen, dass Marc die gleiche Strategie fährt wie ich momentan. Wechselt ihr nach jedem Stop die Reifen oder behaltet ihr die drauf? Wir wechseln die. Da unser Tank jetzt, wie wir es gemerkt haben, leider noch was drin hat, wenn wir in die Box gehen und die Reifen wechseln. Von daher, die Reifen sind schneller K.O., wie unser Sprit leer ist. Interessant, denn zum Beispiel, wenn wir es vergleichen mit Le Mans, da konnte Audi mit dem R10 teilweise 13 mit einem Reifensatz fahren. Ja, Le Mans ist auch nicht so eine kurvenreiche Strecke wie jetzt St. Louis. St. Louis hat ziemlich viele schnelle Kurven. Und gerade jetzt hier, wie in einem Zweikampf mit mir und Andrew. Da kommt Andrew jetzt. Jetzt ist er daneben. Inside, wird es jetzt in NASCAR heißen. Ah, da. Und da, Berührung hier vorne. Harter Einschlag. Hat er das Auto beschädigt? Auf jeden Fall, aber wie stark? Kein Kommentar jetzt dazu. Ja, Oliver, ich würde mal sagen, setz dich mal eben erstmal wieder hoch. Wir kommen bestimmt noch mal gleich wieder zurück. Jo, vielen Dank. Und nicht wundern, wenn gleich irgendwie bei Andrew in der Box die Post abgeht. In welchen Channel soll ich die schieben? Danish Racing Team, wäre nett, danke. Oh, hier sehen wir es nochmal. Gehen wir mal in. Wir haben hier eine gute Kamera. Ja, haben wir eine Kamera halbwegs, also, ja, Andrew ist vorne.
Aber der rutscht jetzt hier nach außen, der war deutlich zu schnell. Und dann. Das ist so eine Sache, was sagst du jetzt? Ist der zu inoptimistisch reingegangen? Hat der außen keinen Platz gelassen? Was zur Hölle willst du da jetzt als was willst du da entscheiden? Meine Güte. Das sind so Sachen, die ich unter Rennunfall abstufen würde. Ist er da auf dem Curb? Nee, da hat er genug Platz. Ja, da kommt er nach außen und der außen zieht nach innen. Ja, gut, irgendwann und trifft zack. Er sich. Knallt das dann. Meine Güte. Ja, wir haben Action, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben annähernd so viel Spaß wie wir. Und der Einschlag. Beide schlagen heftig ein. Wir schauen uns das Ganze mal in der Realtime an. Zwar gehen wir da nochmal aus Quoker-Sicht. Jetzt mal 1:1 ohne Verzögerung. Also, er sieht ihn nicht, aber jetzt kommt er nach. Bam! Und da war ein harter Einschlag. Macht die Aufregung das mit Christoph? Nee. So, jetzt sind wir wieder auf dem Live-Bild. Die Boxenstops nach dem Crash. Harter Einschlag. Ich hoffe, dass man da noch viel reparieren kann und wenig kaputt ist. Es wäre schade, wenn wir noch mehr Fahrer jetzt verlieren würden zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Oh. Ja, das wird jetzt natürlich seine Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und wir haben den Serienjahr-Leiter himself dabei, Stefan Kowalke. Wunderschönen guten Abend, Sebastian. Ja, danke, dass du mich gerade erst Stefan genannt hast. Ja, okay, nee, passt schon. Ja, und auch guten Abend an die Zuschauer. Ja, also ich muss sagen, ich bin als Serienleiter persönlich halt sehr gut, abgesehen von der Teilnehmerzahl, die halt leider ein bisschen dürftig ist. Es hatten sich sogar mehr angemeldet, als jetzt da sind. Aber abgesehen davon mit dem Rennen an sich, ich glaube, das ist sehr interessant. Da würdet ihr beide mir bestimmt zustimmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also für die Teilnehmerzahl haben wir hier richtig Action auf der Strecke. Ja, ist ja bei Endurance Racing auch nicht so üblich. Ja. Ich wollte ja eigentlich selber mitfahren. Aber? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber da steht hinter meinem Namen ein disqualifiziert. Genau, das hatte ich eben schon gesehen. Ich hatte den Christoph auch darauf aufmerksam gemacht. Der Christoph sagte, das kommt wohl vom Spiel. Ist das richtig, Sebastian? Kannst du das bestätigen? Ja, das ist völlig richtig. Und zwar hatte ich nämlich das Problem, vom Start in der Reconnaissance Lab, also beim Rausfahren aus der Box, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert und war genau eine Sekunde zu spät dran. Bin dann über die rote Ampel gefahren. Also ich eigentlich, nach meinem Empfinden, hatte ich die Frontschürze schon auf der Linie drauf, als noch eine Sekunde war. Aber ich will jetzt nicht hier das Spiel wegen irgendwas beschuldigen, nein. Und dann war ich genau die eine Sekunde zu spät. Es gab vorher noch einen kleinen, eine kleine Verwirrung, weil der Marc Danisch wohl auch irgendwas aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine Stop-and-Go-Strafe gekriegt hat, die wir dann erstmal wieder entfernen mussten, weil sie unberechtigt war. Es soll wohl laut Spiel den Speedlimiter zu früh rausgenommen haben. Allerdings habe ich das im Replay nachgeschaut, war er auf der Linie immer noch bei den 80, die erlaubt sind, oder 100, glaube ich. Also er hatte die richtige Geschwindigkeit noch, deswegen die Stop-and-Go zu Unrecht gegeben. Das mussten wir wieder entfernen, dann war das für mich ein bisschen schwierig, relativ hektisch, da noch aus der Box zu kommen. Und ja, jetzt habe ich mich dann entschlossen, hier dann sozusagen mehr oder weniger die Live-Rennleitung zu machen. Wenn man schon nichts zu tun hat, kann man noch wenigstens so helfen. Ja, in dieser Rennserie ist alles geboten. Eben hatten wir den Quoker live aus dem Auto, jetzt haben wir hier die Live-Rennleitung mit Sebastian Kowalke. Meine Damen und Herren, wir werden heute am besten unterhalten. Aber ich werde garantiert nicht bereuen, eingeschaltet zu haben. Wenn du Live-Control bist, was sagst du denn zum Unter Quoker und Andrew? Ich habe es mir angeschaut, weil ich auch dazu sage, in dem Reglement steht es nämlich so drin, dass ein Protest eingereicht werden muss, damit etwas bearbeitet wird. Ich habe mit dem Olli auch eben gesprochen und habe ihm gesagt, er soll dann, wenn er meint, dass da... Ich will dazu noch keine Wertung abgeben.
wenn er meint, dass da eben ein Unfall war, dann, dass Andrew da Schuld trägt, dann soll er einen Protest machen, kann er bis, glaube ich, wie hat man es eigentlich, ich glaube, bis Dienstagabend, 23:59 Uhr, abgeben und dann wird das bearbeitet. Ja, da hat ja jeder Fahrer sein persönliches Recht zu. Richtig. Hat er auch gesagt, es könnte gleich laut werden in der Box. Okay. Ja, wahrscheinlich nach dem Rennen, wenn die beiden dann, aufeinander losgelassen werden. Ja, wir hoffen mal auf Kiste Bier, eine Aussprache. Ja. Rennen. Richtig. Obwohl, ich glaube, der Oliver kann das auch während des Rennens trinken. Er konnte zumindest während des Rennens ein Interview geben, also da war das vielseitig. Ja, wobei ich vom Alexander Wittmann gehört habe, der könnte auch, hat er mir gesagt. Der könnte auch, könnte man sich einfach vorwerfen. Halt es aber für die zweite Stunde, denn gleich ist die zweite Stunde nämlich. Richtig, wir haben genau eine Stunde jetzt gleich rum. Wir sind übrigens im Moment bei Stefan Travaglio, der sich heimlich still und leise auf die 2 vorgeschoben hat hier. Das ist ein LMP2, muss man auch noch dazu sagen, ein Akkuba. Richtig. Ja, wobei der fährt ein richtig gutes Rennen. War. Genau, der ist nach vorne gespült worden durch die Boxenstops jetzt, darum das heimlich still und leise. Aber alles in allem fährt er ein richtig solides Rennen, der Travaglio. Ja, wobei die LMP2 noch einen kleinen Vorteil haben, da sie nicht, also sie sind leichter, haben nicht nur den starken Motorverbrauch, aber auch weniger Sprit. Deswegen kann es durchaus sein, dass man als LMP2 es schafft, eben einen Stop zu fahren. Als LMP1 schafft man es definitiv nicht. Das habe ich schon von etlichen gehört, die es mit auf Biegen und Brechen versucht haben, die es nicht geschafft haben, haben ja gesehen, die LMP1er waren ja schon in der Box. Also, als LMP1 schafft man es nicht, als LMP2 schafft man es, deswegen hat man da auch einen gewissen Vorteil und der Stefan hat eigentlich noch genauso viele Stops zu machen wie Marc und Danny. Nehme ich ein. Ja, aber ich finde, das macht diese Rennserie auch so ein bisschen aus, diese unterschiedlichen Autotypen und das hat was. Ach, ja, auf jeden Fall. So funktioniert es ja auch bei der Endurance, so nicht anders. Da hast du eine super Rennserie hier auf die Beine gestellt. Ja, war ich ja nicht allein. Apropos. Gab ja etliche helfende Hände. Apropos Fahrzeuge. Ja. Stammzuschauer vom Pro Racer werden natürlich gesehen haben, dass nicht alle Fahrzeuge verfügbar sind in der LMP1, Klasse 2 und in der GT1. Wieso habt ihr zum Beispiel in der GT1 den neu verfügbaren Lamborghini nicht dabei? Jetzt mal als Beispiel. Es wird sogar noch Veränderungen geben. Also zum einen werden wir, also nach diesem Rennen, und zwar werden wir den Celine rausschmeißen, weil ihn eh keiner fahren wollte, werden dafür allerdings einen GT1 Porsche einfügen, weil wir von etlichen gehört haben, die hier mitfahren würden, wenn denn ein Porsche dabei wäre. Deswegen werden wir, wollten wir eigentlich nicht, dass wir irgendwas nach dem ersten Rennen noch an der Serie ändern. Allerdings, aufgrund der schwachen Teilnehmerzahl einer GT1 müssen wir das wohl. Und wenn man sich das anschaut, 3 Corvettes. Zum Lamborghini. Also, wir haben natürlich versucht, uns möglichst umzuhören. Wir wollten ja jetzt nicht zu viele Fahrzeuge erlauben. Dann sind wir am Ende vielleicht bei 3-4 Fahrzeuge pro Klasse, überhaupt 3-4 Fahrzeuge insgesamt nur pro Klasse, die dann fahren. 3-4 Fahrer pro Auto, so wollte ich das sagen. Genau, 3-4 Fahrer pro Auto, pro Fahrzeug, das ist zu wenig. Wenn, dann muss schon in der Klasse, in dem Auto auch noch ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten geben. Deswegen haben wir auch in der LMP1 außer Audi und Peugeot das große Duell alles rausgenommen. In der LMP2 sind die anderen Fahrzeuge nicht wirklich konkurrenzfähig gewesen zu Acura und Porsche. Deswegen haben wir die rausgenommen und in der GT1 haben wir gesagt, okay, Corvette mögen viele. Aston haben auch einige genommen. Ist ja Aston Martin Bond Auto. Von daher passt das auch. Und dann haben wir uns noch für den Celine entschieden, weil wir da mehr freie Fahrzeugplätze haben, nämlich insgesamt 16. Bei den LMPs jeweils nur 12. Dass wir auf 40 insgesamt kommen. Und dann haben wir noch nach dem dritten Auto gesucht, hatten dann die Wahl zwischen Celine und Lambo. Haben uns ein bisschen umgehört, wer mag sowas. Und dann haben wir uns dann für den Celine entschieden, weil der wohl doch ein bisschen beliebter war.
Nur haben wir gemerkt, installieren will wohl doch keiner. Lambo haben wir uns aber auch umgehört, will auch keiner so wirklich. Für einen Porsche, wir haben jetzt Porsche GT2 umgebaut, so ein bisschen, dass er jetzt auf GT1 Niveau ist und da auch super, also wirklich genauso schnell ist wie die anderen Fahrzeuge, wie Aston und Corvette. Haben wir mehrfach und viel getestet. Und werden dann jetzt nach diesem Rennen dann den Porsche GT1 einbauen. Und werden dann sicherlich einige mehr GT-Fahrzeuge in der Serie haben. Und beim nächsten Rennen dann in Malaysia, in Sepang, sehen können. Wäre es nicht sogar besser gewesen, die Klasse GT2 so gesehen zu gründen, naja, beziehungsweise hinzuzufügen, anstatt an den Autos zu modifizieren? Nein, weil dann hätten wir 4 Klassen gehabt. Wir haben von vornherein gesagt 40 Fahrzeuge, ansonsten könnte das für einige Rechner, auch meinen, doch überaus schwierig werden, das zu handeln. 40 Fahrzeuge war Maximum. Und dann hätten wir pro Klasse 10 Fahrzeuge gehabt. Das wäre ein bisschen wenig gewesen, glaube ich. Also gut, aktuell haben wir hier in der LMP1 5 gerade heute unterwegs, in der LMP2 5. Gut, wenn ich jetzt vier. Na gut, wenn ich jetzt mitgefahren wäre. Jetzt vier kommt gewesen. Stefan Travaglio übrigens gerade an die Box. Ah, sein erster und letzter Stop, wenn nichts schief geht, muss man ja immer wieder dazu sagen. Ja, aber der Stefan ist so erfahren, ich glaube, da wird nichts schief gehen. Würde mich sehr wundern. Kommt nach Rennhälfte, 54 Minuten noch auf der Uhr von den 2 Stunden. Ja, konnte man eigentlich erwarten. Also, LMP2 und der Stefan ist sowieso so einer, der da mit der Strategie alles austestet. Ist ja vorher hier bei ProRacer auch schon in der IndyCar-Serie gefahren, die dann aufgrund der mangelnden Mitglieder leider eingestampft wurde. Aber auch da war er was erfolgreich. Auch im Oval geht es ja immer wieder um die Strategie. Und da war der Stefan immer vorn mit dabei. Ja, jetzt fährt er übrigens gerade wieder raus. Stopp war 43 Sekunden lang. Relativ flott eigentlich, wenn ich das so im Vergleich sehe. Ja, ist aber für LMP2, glaube ich, so etwa eine normale Stoppzeit. Also, ja, so viel muss eigentlich einrechnen. War jetzt gut verglichen mit den LMP1, war es halt schnell. Die LMP1 stehen, glaube ich, ein bisschen länger. Warum? Ja. Das müsste man die Entwickler von EnduRacers fragen. Sebastian, eine Frage hätte ich noch. Und wir haben viele Ausritte gesehen, wo das Heck den Fahrer überholt hat. Mark Danisch jetzt übrigens mit der neuen schnellsten Rennrunde, das war sehr nebenbei, wo das Heck rauskam. Liegt das an den Randsteinen oder beschleunigen die Fahrer da zu früh oder wo hat das Auto da seine Tücken? Es liegt an mehreren Sachen. Zum einen sind hier die Randsteine doch überaus giftig auf der Strecke. Zum zweiten sind die Fahrzeuge generell doch ein bisschen störrisch. Die LMP1 noch ein Stückchen mehr als die LMP2, weil die ja mehr Power haben. Und das ist eigentlich ein grobes Gemisch natürlich, wenn du zum einen natürlich die Curbs hast, zum anderen das frühe Rausbeschleunigen. Und ich sehe gerade bei Jan Matthias ist wohl ganz viel los gewesen. Do not finish. Ja. Also er hat wohl einen Heckspoiler verloren und ist dann hat dann irgendwie versucht sich noch zu retten, aber es hat nicht geklappt. Also es war sehr gefährlich. Ja, da steht das Auto, der nächste Ausfall. Schauen wir mal, ja, er hatte auch insgesamt 7 Stops schon. Ja, war ein Seuchenrennen für ihn. Also ich habe ihn auch vorhin mal gefragt, warum er denn so oft in die Box gefahren ist. War halt ein Seuchenrennen für ihn seit der ersten Runde. Okay, jetzt sehe ich gerade, wo er hier, das war in Kurve 1 ist er abgeflogen, da ist ihm beim Anbremsen das Heck gekommen und dann ist er rückwärts eingeschlagen, Heckspoiler weg. Das haben wir heute auch schon mehrfach gesehen beim Anbremsen.
Ja, und dann wenn der Hexballer weg ist, dann kannst du es natürlich vergessen. Da hat er versucht, sich noch irgendwie Richtung Box zu retten, aber nichts zu machen. Ja, gibt's denn sonst noch Fragen eurerseits? Nee, ich habe gerade eine interessante Frage im Skype bekommen, und zwar wird gefragt, Porsche GT1, habt ihr etwa den 997 GT1? Nein, das ist der 997 RSR auf laut Endurance GT2 Niveau, aber der Sebastian hat den auf GT1 Niveau geupdatet. Ich nicht, das waren schon andere. Also ich bin hier mehr oder weniger nur für die Organisation zuständig. In dem Fall waren das Mark Danisch und Oliver Quoker, die sich damit ja bestens auskennen mit dem Modden, die das so zusammengebaut haben. Also Protest dann bitte, falls das Auto zu schnell ist, dann an Mark Danisch und Oliver Quoker. Nein, Proteste werden gar nicht erst angenommen. Wir haben das ausgiebig getestet, wie schnell die Fahrzeuge sind, und da gibt's überhaupt keine Probleme. Also die Sache ist, die Corvette ist schneller als der Aston. Das hat minimal so ein, zwei Zehntel vielleicht, naja, zwei Zehntel schon gar nicht. Eine Zehntel etwa pro Runde, hier auf so einer Strecke wie St. Louis, also die etwas länger ist. Der Porsche passt genau dazwischen, so eine halbe Zehntel nach vorne auf die Corvette, nach hinten, das kann man fahrerisch alle mal rausholen. Also das sind ja, das ist eigentlich nicht viel, also eigentlich nichts. Wir haben versucht, den Porsche genau dazwischen zu bauen, dass eben die Abstände zwischen den einzelnen Autos dann kleiner werden. Es werden natürlich viele Zuschauer sagen, die können doch nicht ein GT2 einfach auf ein GT1 hochmodden und die Aerodynamik nicht anpassen. Das ist im R-Factor 1 Spiel eh keine Rolle. Also da kann von mir aus so ein Audi R10 bei den Fahrern könnte rein theoretisch ein LKW sein. Ja, so ist es. Es ändert nichts an der Fahrphysik. Außer man moddet es so, aber dann hat es nichts mehr mit Realismus zu tun. Ja. Rein theoretisch könnte der Andrew, den wir hier im Bild haben, für sich ja Londoner hier Doppeldecker-Bus gemoddet haben, den nur er sieht. Verhalten würde trotzdem ein R10 sein. Und da ist es egal. Nachher werden wir ein Porsche 997 RSR GT2 in GT1 sehen. Wird ein bisschen komisch stellen, wenn wir dann 997 RSR denken, dann für GT2 war. Aber das kriegen wir ja hin. Wie gesagt, nächster Lauf ist ein Sepang. Da hat es ja diesmal noch nicht geklappt, da ja die Formel 1 da gastierte, da konnten wir ja leider noch nicht reden. Herr Sebastian, da liefen ja die Verträge noch nicht so. Ja, so ist es, aber mittlerweile haben wir das ja behoben. Und dann sind wir also auch in Malaysia zu Gast. Sind aber zum Beispiel auch in Sebring und Le Mans zu Gast. Und der, ich sag mal, viele kennen noch nicht so das Reglement, aber das Rennen dauern, beiden werden ja 4 Stunden dauern, Sebastian. Wird es da auch doppelte Punkte geben oder gibt es da irgendeine besondere Wertung? Ja, wir haben lange drüber nachgedacht, ob wir das machen. Wir sind auch immer noch eigentlich so wirklich am Überlegen, ob wir das, wenn man 4 Stunden durchhält, noch. Bislang haben wir es noch nicht. Bislang haben wir gesagt, okay, 4 Stunden gibt gleich viele Punkte. Also es ist ein Rennen wie jedes andere, nur doppelt so lang. Weil wir gerade tatsächlich überlegen und uns schon mehrfach besprochen haben und darüber geredet haben, ob wir denn nicht eventuell tatsächlich das zu doppelte Punkte Rennen machen. Ich muss dazu sagen, die Fahrer fahren alleine. Also das richtig. Ist irgendwie mit Fahrerwechsel. Richtig, 4 Stunden allein. Also ja, da sollte man an sich alle Abläufe gut planen. Zum Beispiel, also wir werden es auch so machen, dass wir da vermutlich noch weitere Änderungen an der N-Racers Mod vornehmen, in dem Sinne, dass wir die Boxenstops verlängern, dass jemand, also dass wir circa so auf, ich schätze mal 1,10, 1,20 vielleicht verlängern. Wie viel es genau wird, werden wir dann noch sehen, dass eben jemand auch, ich sag mal, sein Geschäft verrichten kann. Also so gesehen eine Mindestschattzeit. Ja, so in etwa, ja, genau. Das wird denn interessant,
Wir können, beziehungsweise wir haben ja solche Einblendungen, aber nicht so wie bei der ADAC GT Masters auf einem deutschen Privatfernsehsender, wo dann auch nur angezeigt wird, ist über der Zeit, ist unter der Zeit. Ja, das wird auch noch spannend, aber wir sind mal gespannt. Bis zum ersten 4-Stunden-Rennen haben wir aber noch lange Zeit. Ich glaube erst im Juli. Richtig. Und das zweite ist dann ja am 10.11. So ist es. Wir hatten eigentlich gehofft, auf den 11.11. legen zu können, haben lange mit dem Termin geplant, bis uns irgendwann aufgefallen ist, das ist ein Sonntag. Das ist bei der Erstellung des Kalenders ist uns das im ersten Moment nicht aufgefallen. Wir haben dann nochmal drüber geschaut, haben wir gemerkt, das ist ein Sonntag, haben gesehen, 10.11. Okay, gut, wir hatten eigentlich so gedacht, weil eigentlich Sebring auch auf dem 7.7. sein sollte. Allerdings mussten wir das verschieben, weil wir das Rennen davor Laguna Seca verschieben mussten, da Laguna Seca eigentlich genau auf dem Tag geplant ist. Wobei auf einer anderen Homepage, ich will jetzt hier auch keine Schleichwerbung machen, wo auf einer anderen Seite das 24-Stunden Le Mans-Rennen gefahren wird. Und ja, obwohl wir können das vom, sagen. Ja, hier können wir sagen, ist ja SimRace TV ja, und SimRaceRating.org. Da soll es Mitte April eine Ankündigung geben. 23. bis 24.06. Das ist schon bekannt. Ja. Ist da das Rennen statt. Das ja. ist bekannt. Nächste Ausgabe, der Lehrer der 24 Stunden Della sagt. Und ja, letztes Jahr hieß es noch von Lutz Enger, er macht kein Le Mans mehr, aber die Lust hat ihn doch angetrieben und diesmal, so wie ich gelesen habe, soll es auch so sein, dass Fahrer während des Rennens joinen können, auch so, dass kein Temcar da ist. Da sind wir sowieso mal auf das Tool gespannt. Ja. Ja, wobei mir das persönlich alles ein bisschen zu viel ist mit diesen ganzen Tools und alles, aber das ist meine persönliche Meinung. Für mich ist es eigentlich eher so, ja, wer ausgeschieden ist ausgeschieden, der braucht dann nicht nochmal wieder auf den Server kommen, da kann sich einen Samstagabend anders vornehmen, kann feiern gehen oder ähnliches. Aber gut, jedem das seine. Mir selber auch schon, ich weiß gar nicht, ein oder zweimal mitgefahren. Ich glaube zweimal. Einmal, das war glaube ich 2009. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es war lange 2009. Her, ne? Ja, aber es war ganz gut und ganz schön. Also wir sind in der. Da waren es nur 20 LMPs, 20 GT, da gab es keine LMP 1, 2, GT 1, 2 war nicht, LMP und GT. Da sind wir in der LMP-Klasse Zweiter geworden. Hey, ein Applaus für Sebastian Schumacher. Ach komm, ja, auf. Herzlichen Glückwunsch. danke, ja. Also es war schon ganz cool. Gut, es gab mittendrin, glaube ich, insgesamt drei Serverabstürze. War technisch nicht das allerbeste Rennen. Aber geweiht. Unser Glück war halt, wir sind jedes Mal bis zum Serverabsturz gefahren. Die meisten anderen Teams, viele Favoritenteams, sind mindestens einmal ausgeschieden bei den drei Serverabstürzen. Wir sind wirklich dreimal durchgefahren. Das war unser einziges Glück. Wir waren von der Fähigkeit her waren wir vielleicht Platz 5, 6, 7 rum. Aber da sieht man eben an solchen Sachen, sieht man, in Endurance-Serien ist es wichtig, einfach nur konstant zu fahren und drin zu bleiben. Wir sehen das jetzt bei uns auch, der Jörn Matthias raus, der hätte 4 Punkte geholt, wenn er angekommen wäre. Nach vorne wäre nicht viel gegangen. Dominik Hesse hätte sicherlich 12 oder 9 Punkte geholt. Gut, an Andreas Schmich wäre wohl nicht rangekommen. Dann Ike Mann war vorm Dominik Montada, war auf Platz 2, hätte auch 12 Punkte geholt. Man muss einfach nur ankommen. Wie ist das eigentlich? Habt ihr eigentlich eine bestimmte Regelung, sagen wir mal, wenn man 50% absolviert hat und man fällt jetzt aus, dass man trotzdem Punkte bekommt oder wer ausgefallen ist, ist auffallen. Der kriegt keine Punkte. Das ist ein Endurance, das bedeutet, das ist Ausdauer. Das heißt, man will ankommen, man muss ankommen. Also wer ausfällt, fällt aus und kriegt keine Punkte. Ganz einfach. Ganz also, kurz. Das ist ja der Sinn von Endurance. Ganz kurz, bevor wir mal wieder ein bisschen zurück zum Rennen kommen.
deine Meinung zur neuen World Endurance Championship? Ja. Übrigens, ja, neue genau. Übrigens, neue schnellste Runde Mark Danisch 1:54.910. Wow. Der aktuelle Stand, was die schnellsten Runden angeht.